So. Also in 7 Jahren hat anscheinend der Bauch den Zug doch schon der Spannung eingebüßt. Ich habe keine Spannmöglichkeit mehr. Also ich rechne stündlich damit, dass der mir irgendwann mal reißt. Jetzt habe ich schon Vorbereitungen getroffen für die alternative Führung, weil ich habe einfach keine Lust, das komplett abzumontieren, die Lenkstangen zu lösen, das Gefummel dann mit der umgedrehten Lenkeinheit, mit der Steuerkette, die ist mir auch beim letzten Mal diverse Mal abgesprungen, dann diese Dinger da rein zu fummeln, wo das dann unter Spannung steht von dem neuen Bovden-Zug. Also wie gesagt, ich will es mir deutlich einfacher machen und habe schon mal so einen Mechanismus vorbereitet, dass ich auch den alternativen Bovden-Zug nachspannen kann. Das erfolgt erst, wenn der mir reißt, der Original. Und vom Prinzip her wird das so ähnlich verlaufen wie der Mähbuff-Zug, wo man an und für sich keine Schrauben lösen muss, sondern einfach durchziehen und dann hier spannen. Dasselbe wird hier auch beim Antrieb erfolgen. Aber wie gesagt, noch Zukunftsmusik. Jetzt werde ich versuchen, den Antriebsbuffdenzug zu kürzen und mit diesem Element zusammenzuschrauben. Ob stark genug ist, weiß ich nicht. Buffdenzug habe ich jetzt durchgetrennt. Jetzt werde ich den Spannmechanismus voll entlasten. Und dann muss ich mal schauen, ob das hinhaut oder nicht. Zurück damit. Gaspedal habe ich jetzt gestützt. Und jetzt wird es interessant, ob dieses Zeug ausreicht oder nicht. Also das ging schon mal gut drauf. Jetzt mal schauen, ob der auch reingeht. Das wäre dann schon nicht schlecht. Mit dem scheiß Gefummel. Ich brauche eine Zange. Komm schon raus. Also gut. Alternative Lösung fertig aus. So schaut die alternative Lösung aus. Und jetzt
Jetzt werden wir sehen, ob die theoretische Überlegung funktioniert oder nicht. Das muss da durch. Das wäre natürlich ein Gefuddel ohne Ende. Der Draht ist jetzt eingefädelt. Wird eigentlich genauso geführt wie der andere, geht nur nicht ins Lenkgehäuse, sondern direkt zur Pedale. Und da kann ich auch noch etwas nachspannen. Ich habe einen relativ weichen Draht genommen. Jetzt muss ich nur schauen, man kann es genauso mit einem Boff den Zug machen. Ist einfach mal ein Test. Weil Boff den Zug kürzen mit dem kleinen Ring, das war gar nichts. So sieht das gute Stück aus. Von dem alten Boff den Zug, von der alten Boff den Zughülle habe ich noch 20 cm behalten, damit er mir da nicht reibt, wo die Öffnung durch den Rahmen geht. Später erfolgt noch die Probefahrt. Den alten Boff, den Zugnippel, rauszufummeln ist unmöglich. Man müsste die Komplettmontage machen. Und genau deswegen habe ich ja die alternative Route gewählt. Ich werde den jetzt einfach abknipsen. Stören kann er nicht. Irgendwann fällt er, denke ich, durch die Rüttelei raus. So, alter Boff, den Zug ist abgeknipst. Da habe ich jetzt noch so ein Schaumstoffdings hingemacht auf die Pendelachse, damit es da nicht so weit. Probefahrt später. Jetzt erfolgt die Probefahrt. Muss ich nachspannen, werde ich aber wahrscheinlich zweiten Schraubenschlüssel brauchen, weil da unten das festgeschweißte muss ich kontern, sonst kann ich das obere Ding nicht. Ja, das war, vielleicht hat er jetzt auch bei dem ersten Gas geben ein bisschen nachgegeben, da muss ich mal gucken. Also jetzt bei der zweiten Probefahrt, da habe ich ja das Ding gespannt und auch die Bremse etwas nachgezogen, weil Bremswirkung war null. Jetzt fährt er so, wie ich will. Zieht sogar im höchsten Gang bergauf. Also Nachspannmöglichkeit habe ich noch genug.